Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zum nächsten Chest Opening. Da haben wir wieder 10 Kryptos, eher gesagt 20 Kryptos insgesamt, aber mit 10 öffnen wir mal die Kiste hier. Normal, selten, normal, eine seltene Visitenkarte. Die sieht sogar relativ geil aus, muss ich schon sagen, aber ja gut, ob man die jetzt unbedingt braucht, ist die andere Sache. Ich habe eh eine legendäre. Oh, einen seltenen, ganz knapp, Spektre, gute Spielgeste. Leider haben wir den Spektrum noch nicht freigeschaltet, also kann ich euch das leider noch nicht zeigen. Aber naja, was soll's. Dann haben wir noch eine Visitenkarte normal und eine AK-Tarnung auch auf normal. Naja, nicht der beste Loot, aber hoffentlich kriegen wir vielleicht in den nächsten Kisten mehr. Bis gleich. Und dann schon die nächste Kiste. Öffnen, Kryptos eintauschen, jawohl. Und normal, normal, normal. Wetten wir? Die Visitenkarte habe ich schon übrigens. Den Frosch habe ich, glaube ich, noch nicht. Und Werde von der Brettschitarnung habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Alles nur normal, wie immer. Bis zur nächsten Kiste. Und da haben wir schon die nächste Kiste am Start. Schwarzmarkt. Wir könnten sogar eine seltene Kiste kaufen. Nein, tun wir nicht. Normale Kiste, jawohl. Und legendär, legendär, legendär. Ja, selten, episch. Sehr schön. Sonnenscheintarnung für die Argus und Eistarnung für die Gorgon. Episch, nice one. Die Gorgon gucken wir uns mal direkt an. Klasseneditor. Hier für die hier. Gorgon, was ist denn die Gorgon? Das ist ein MG. Freischalten. Tarnung. Und bitte mal Eistarnung draufpacken. Ja, lässt sich doch auf jeden Fall schon mal sehen. So ein bisschen wie so eine Eistarnung halt. Das Wasser drunter bewegt sich so ein bisschen. Sieht geil aus, auf jeden Fall. Hammer, nice. Und nächste Kiste öffnen. Kryptos eintauschen. Ja, schon direkt selten und episch gekriegt. Sehr schön. Normal, normal, normal. Okay, kann ich nachvollziehen. Juckt mich nicht. Und normal, normal und selten. Exekution, Reaper-Drohung-Geste. Aha. Zurück, Spezialistin. Reaper, wo haben wir dich? Reaper, müssen wir mal irgendeins davon freischalten. Ja, anpassen. Geste, das da, Exekution. Was ist es? P angucken. Ah ja, nice, das ist das mit diesem Finger am Hals, du bist tot und so. Richtig geil. So, und die letzte Kiste, Schwarzmarkt, Kryptos eintauschen. Und legendär, normal, normal. Ein Vollmantelgeschoss für die Paro auf legendär, nice one. Ja, das gucke ich jetzt aber nicht mehr an, das sieht er ja, ist ja alles ganz geil. Aber lasst man sich bei der nächsten Kiste. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Kiste. Schwarzmarkt, Kryptos eintauschen. Jawohl, haben wollen. Und normales Messer, normale Karte. Und ein legendärer Gorgon Magazinerweiterung Variante. Ja, nice. Haben wir noch nicht freigeschaltet, kann ich noch nicht benutzen. Aber naja, wenigstens legendäres. Switch it. Bis zur nächsten Kiste. Und da sind wir auch schon bei der letzten Kiste dieses Pack Openings angekommen. 10 Kryptos, jawohl, eintauschen. Und selten, natürlich. Normal, natürlich. Und legendär. Ach, schade. Noch mal normal. Selten. Lob mich. Seraph. Prahlengeste. Ich glaube, die haben wir auch schon mal gehabt. Letztens. Ich glaube, sogar in der letzten Kiste müssten wir die, glaube ich, sogar schon gehabt haben. Aber Seraph. Lobengeste. Mal Schutz angucken. Anpassen. Hier. Prahlen. Und nee. Lob mich hatte ich da noch nicht. P. Mal gucken. P ist. Ja, die Geste habe ich auf jeden Fall schon für einen anderen Charakter. Für den Battery, glaube ich. Ja, aber gut. Dann sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten wieder rein. Beim nächsten Kistenopening von Black Ops 3. Ciao, ciao.